Wie ich höre, kommt Abe Lucas ab diesem Sommer hier ans Institut. Wirklich? Endlich ein bisschen Viagra für den philosophischen Bereich. Professor Lucas, willkommen in Braylon. Danke. Es ist so schön, Sie hier zu haben. Ihre Arbeit war ziemlich gut. Werde ich jetzt etwa gerade rot? Er ist sehr radikal, sehr originell. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Als ich hörte, dass du kommst, habe ich mir ausgemalt, dass wir uns begegnen und was Besonderes passiert. Ich kann schon seit fast einem Jahr nicht mehr. Ich kann nicht schreiben, ich kann nicht atmen. Ich wusste nicht mal mehr, warum man überhaupt lebt. Und als es mir einfiel, war es nicht überzeugend. Man munkelt, dein Philosophieprofessor hätte ein kleines Alkoholproblem. Ach, das ist nur ein Problem von vielen. Ich hoffe nur, du fängst nicht an, ihn zu sehr auf die falsche Art zu mögen. Du leidest eindeutig an Verzweiflung. Das wäre ja geradezu tröstlich. Hörst du, was da am Tisch hinter uns abgeht? In diesem Moment ergab mein Leben wieder Sinn. Zweifellos war Abe irgendwie unbeschwerter. Guten Morgen! Du bist so voller Energie heute Morgen. Ja. Er schien gut gelaunt zu sein, er wirkte konzentrierter, aber irgendwie beunruhigte mich das. Stimmt was nicht. Ich war konfus und aufgewühlt. Das Schwindelgefühl und die Angst waren verschwunden. Ich war glücklich und genoss die Freude am Leben. Was ist aus dem Philosophieprofessor geworden? Gott, du warst wie ein Höhlenmensch. Ich habe gehört, Sie hätten eine Theorie über Abe. Sagen Sie es auch nicht weiter. Sie haben mein Wort. Das Leben ist komisch, oder? An einem Tag steckt man in einem Morast komplizierter, unlösbarer Probleme. Was zum Teufel machst du da, Abe? Oh. Und einen Wimpernschlag später teilen sich die dunklen Wolken und man genießt wieder das schöne Leben. Das ist erstaunlich. Ich bin Abe Lucas. Ich habe viele Erfahrungen gemacht und jetzt die einzigartige. Das war die bedeutende Tat, nach der ich gesucht habe.